Yo Leute, Chef Strobel hier wieder am Start. Heute mit dem Video zu den Balance Changes, die am 13.03. angehen, also von heute an in 3 Tagen. Um euch gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es wird kein Royal Giant Nerf geben. Es wird kein Inferno Nerf geben. Es wird ein Nerf geben für diese 8 Karten. Kann man jetzt gutheißen, wie man will. Ob das das an der Meta ändert, werden wir mal sehen. Ich denke mal in gewissermaßen schon. Ich glaube trotzdem, dass diese Bait-Decks weiter bestehen bleiben, diese Royal Giant-Decks auch. Würde mich nicht so freuen, ehrlich gesagt. Ihr kennt ja meine Rages. Aber so ist es nun. Ich erzähle euch ein bisschen über das Update. Fangen wir mit dem Execution an. Der Executioner hat einen Buff bekommen. Sein Hit-Radius wurde um 10% wieder gesteigert. Ich denke mal, damit wird er bleibt weiter in der Meta. Des Weiteren wurde der Stun-Bug behoben, dass die Truppen so aufeinander kleben bleiben, beziehungsweise auch, dass die Truppen langsamer werden. Das ist dann schon mal gut. Des Weiteren wurde das Kampfholz genervt. Minus 4 Damage, sollte aber immer noch, also minus 4% Damage, sollte immer noch eine Prinzessin töten. Und die Range wurde von 11,6 auf 11,1 runtergesetzt. Also wird das Holz nur noch 0,5. Also es wird noch fast genauso weit rollen, nur 0,5. Diese Vierecke. Teils, ne, nennt man die auf Englisch. Diese Fläche ist einfach nur um die Hälfte zurückgesetzt. So, jetzt haben wir es. Dann als nächstes kommen die Pfeile. Da wurde es einfach so gemacht, dass diese um 33% schneller gesendet werden, sozusagen. Dass die schneller fliegen, dass sie jetzt nicht mehr so lange brauchen. Also 33% schneller fliegen die. So, jetzt wenn man den Klon hat, war es ja immer so, dass wenn man was geklont hat, wie zum Beispiel den Sparky, den Ritter, nicht den Ritter, sondern den Prinz oder den Dark Prince oder irgendeine Einheit, die schnell unterwegs ist, dann wurde der alles resettet. Das ist jetzt nicht mehr so, also wenn ihr jetzt einen Prinz klont oder einen Sparky und euer Sparky ist kurz vorm Schießen, ihr klont den, dann klont ihr den im Schuss mit und es kommt ein Doppelschuss raus. Also er muss nicht nochmal rechargen, sondern wird jetzt mitgeklont im Charge. Ist auf jeden Fall interessant, ich glaube, da kommen geile Sachen auf uns zu. Des Weiteren wurde der Lumberjack wieder gebufft, also richtig krass, ich hoffe, die den noch buffen wollen. Seine Rage Duration wurde um 1,5 Sekunden angehoben, also 1,5 Sekunden länger hält der Rage und pro Level kommen 0,5 Sekunden dazu, was natürlich extrem viel ist. Dann wurde der Bombentower auch gebufft, da ist es genauso wie bei den Pfeilen, um 33% wurde die Entsendungsdauer, was ist Entsendungsdauer, nicht Entsendungsdauer, sondern das, er greift 33% schneller an, also die Bomben werden 33% schneller geworfen. Oh, also würde er theoretisch mehr Bomben werfen, wenn er angegriffen wird. Also 33% schneller wirft er die Bomben runter. Ich denke mal, da kommt dann langsam ein Bombenturm-Meter auf uns zu. Jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es kein Zap-Bait mehr, sondern Bombenturm-Bait-Deck oder so. Ja, bleibt abzuwarten. Des Weiteren wurde auch ein Bug behoben bei dem Elektro-Wizard, dass er nicht mehr permanent stunnen kann. Also ihr kennt das vom Bowler, dass der Bowler immer seine Kugel werfen will. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Also beziehungsweise das wurde jetzt gefixt. Ein Elektro-Wizard wird nicht mehr den Bowler aufhalten können, dass er dann da irgendwie die Kugel nicht mehr rausbekommt, wenn er die ganze Zeit werfen will. Das ist auf jeden Fall extrem gut. Damit ist er nicht mehr so krank OP gegen den Bowler. Wird interessant. Und der letzte Buff-Nerf, eher wieder Bugfix, ist vom Tornado. Eigentlich auch theoretisch wieder ein Buff. Ihr könnt jetzt on top of the building, ja, ich bin so richtig englisch versiert, könnt ihr jetzt euer Tornado setzen. Also das genau auf dem Turm drauf, wie euren Sepp oder wie euren Feuerball, könnt ihr jetzt auf den Tornado setzen. Ich glaube, das zieht dann die Truppen dann auch vor oder auf den Turm. Ich bin nicht sicher, wie das dann aussehen wird. Bleibt abzuwarten. Ja, also ihr könnt jetzt, wie gesagt, auf den Turm euren Tornado setzen, was davon nie möglich war. Ich glaube, wir konnten nur links, rechts, hinten oder vorne dran setzen. Wird auf jeden Fall interessant. Ich glaube, so ist es dann theoretisch auch einfacher, etwas zum Turm zu ziehen. Also, ja, das sind die Balance Changes. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr die gut oder schlecht findet, sinnvoll oder eher nicht so sinnvoll, ob ihr das erwartet habt oder nicht. Wurde ja immer viel spekuliert da auf Reddit und sonst so, aber davon hat ja das meiste nicht gestimmt. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich habe meine eigene Meinung, die werde ich euch im Stream erzählen. Dann sehen wir uns da heute Abend, Jungs. Haut da rein, euer Chef.